Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und wir sind jetzt hier bei der 7. Lektion angekommen. Hallo Welt ohne Semikolon, also Strichpunkt und hier diese Error Reporting Funktion. Bei PHP kann es natürlich wie bei jeder anderen Programmiersprache vorkommen, dass einem der Fehler unterläuft, wenn man etwas eintippt. Und man sieht dann hier bei diesem Listen, dass hier Fehler versteckt sind, weil hier auf der rechten Seite ich eine Fehlermeldung angezeigt bekomme. Pass Error. Expecting Beistrich, Strichpunkt und Line 4. Dann schaue ich hier mal nach. Und eigentlich erwartet, dass ich Expecting einen Beistrich oder einen Strichpunkt. Und da ist weder das noch da. Und wenn man eben weiß, dass in PHP die meisten Anweisungen mit Strichpunkt abgeschlossen werden, sehe ich hier schon einmal, dass hier ein Strichpunkt fehlt. Und meistens ist dann auch ein Fehler in der Zeile davor. Und hier fehlt er ebenfalls. Jetzt schauen wir, ob das Ganze dann auch funktioniert. Ich zeige mal, das lassen wir es wieder ohne Zeilennummern anzeigen, markieren wir das Ganze, gehe dann da herein, schreibe das, was wir vorher gehabt haben, füge dann diesen Code hier ein, gehe auf Check und er zeigt mir hier dieselbe Fehlermeldung an, die wir da auch drüben angezeigt bekommen haben. Ich vergrößere mir jetzt vielleicht ein bisschen, dass ich da ein bisschen mehr sehe. Und jetzt möchte ich das ausbessern, gebe hinten also dann einen Strichpunkt hin, speichere das Ganze. Gehe hierher und die Fehlermeldung verschwindet, der Warnhinweis verschwindet und ich kann mir das hier anzeigen lassen. Und es passt also. Hallo Welt wird ausgegeben und den Fehler habe ich ausgebessert. Da siehst du, wie toll diese Check, diese Fehlerkorrektur-Möglichkeit hier in diesem Scriptly-Editor ist. Ein toller Editor und wir haben Fehler ausgebessert. Jetzt bleibt dann noch der Hinweis auf die zweite Zeile, das Error Reporting EOL bedeutet, dass in jedem Fall diese Fehlermeldungen eingeschaltet werden. Das heißt, man kann auf dem Server einstellen, dass die Fehlermeldungen nicht angezeigt werden, aber mit Error Reporting hier in der Klammer EOL kann man diese auch jeden Fall wieder einschalten. Ja, also ich würde empfehlen, wenn eine Seite etwas nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, dann auf jeden Fall diese Zeile hier oben einzufügen und dann werden eben dementsprechend Fehlermeldungen ausgegeben. Oder du probierst es eben gleich hier im Scriptly mit dieser Check-Funktion und hier unten PHP einstellen zur entsprechenden Korrektur. Dann bleibt mir wieder der Hinweis, unten diese Aufgabenstellungen durchzuarbeiten, um wirklich sicher zu gehen, dass du hier alles wirklich gut verstanden hast. Nämlich die Error-Reporting-Funktion, die Fehlerhinweise, versuche mal ein bisschen zu verstehen und dann hier zum Beispiel zu sehen, dass hier auf jeden Fall Strichpunkte gefehlt haben. Diese Semikolons sind fast beinahe die häufigsten Fehler, wenn die einem Anfänger beim PHP-Code, beim PHP-Programmieren passieren können. Danke fürs Zuhören und Zuschauen natürlich.